Mit der Macht, die mir verliehen wurde, gebiete ich Karl, König von Dörfli, meinem treuen Knappen Willi, vorzutreten. Euch fällt also wirklich nichts Besseres ein, als zu kämpfen? Nun, Knappe, kniet vor eurem König nieder. Mit diesem Schwert schlage ich euch zum Ritter, edler Willi von Dörfli. Welch eine Ehre, eure Majestät. Von jetzt an wirst du allein dem König dienen und für sein Reich kämpfen. Das werde ich, eure Majestät. Mach dich auf was gefasst, Geißenpeter, denn schon morgen wird dein Baumhaus uns gehören. Gehen wir, edler Ritter von Dörfli. Es wird Zeit, unsere Klingen zu schärfen. Legt eure Schwerter nieder, ihr kleinen Wichtigtuer. Ich, Prinzessin Theresa, weiß nämlich, wie sich unser Gegner völlig kampflos ergeben wird. Wunderschöne Aussicht. Du hast wirklich einen sehr schönen Platz für dein Baumhaus ausgesucht, Peter. Ja, finde ich auch. Danke für deine Hilfe beim Aufräumen und auch für den Blumenstrauß. Treffen wir uns morgen wieder hier? Es ist Sonntag und du brauchst die Ziegen nicht zu hüten. Mhm. Ich könnte Milch und Brot mitbringen. Und ich den Käse. Oh ja, das wird bestimmt lustig. Hm? Ich muss gehen, bevor es dunkel wird. Großvater macht sich sonst Sorgen. Komm mit, Bible. Also, bis morgen früh, Peter. Ja, bis dann, Heidi. Heidi. Da hat es heute früh aber jemand eilig. Ich will heute zu Peter ins Baumhaus. Es ist so schön dort, Großvater.